Also, wer spielt gegen wen? Bist du jetzt deprimiert? Ja, weil ich zweimal nicht kein einziges Mal meine Hunde bekommen habe und ich habe zwei davon im Set und ich hätte dich locker mit denen weghauen können, wenn ich die hier in Auge gehabt hätte. Ja, und ich habe echt original gezogen, den Flammenschlag, der all deinen 4 Schaden macht. Sie zieht ihn so, ich denke so, oh, das ist jetzt geil. Und dann so, ich habe zu viele Karten. Flupp. Einfach flupp. Es hat einfach nicht komplettes Kartenfeld gehabt, beide Runden. Ja. Das hat einfach bei der ersten Runde allein schon die 2-7er am Anfang, die ich weggelegt habe und dann wieder 2-7er bekommen habe, weißt du, da hätte ich gleich aufgeben können. Ja. Oh Gott, was ist denn das für eine Starthand? Fick doch die Wand. Fick die Wand, dann ist das schön. Ja, ist schön, aber... Ich spiele danach auch den... Ah, Mann! Na, bisschen besser. Scheiße am Anfang, also heute ist echt kein Glück. Bisschen besser. Soll auch vorkommen. Nee. Da, mach. Ja, fick dich doch. Der ist so gut gegen mich. Aber ich finde tatsächlich, ich würde nicht den Flusskrokolis spielen. Ich würde den 3-2er spielen für 2, weil er einfach wesentlich mehr Druck macht. Ja, wenn ich ihn habe, gerne. Ich habe beide im Set. Und von beiden 2. Und du siehst, was ich bekomme. Hm? Okay, gut. Ich habe einfach kein Glück, was es ist. Schön Nervatron. Nervotron. Ja. Nervatron trifft es bei dem leider ganz gut. Der ist total gut. Ich finde den so stark auch. Irgendwo, wo man den dann noch bufft oder so, finde ich den so unendlich ätzend. Ich sehe jetzt, welche Karten mir... Du hast jetzt eine gute Hand gegen mich. Ja, jetzt hätte ich eine gute. Jetzt hätte ich eine toll! Gehabt. Toll! Ja. Aber gut, es bringt mir nichts. Es war halt komplettes Pech vorhin. Zweimal. Ich habe aber auch passend gegen Runde? Mich zum Dämpfchen. Hä? Machen die gerade noch eine Runde? Wie, noch eine Runde? Nein, wir spielen schon. Ich spiele. Und die Hand, die jetzt der Drachenbursche hat, die hätte er gegen Iron Fist gebraucht. Ja, genau, das ist die perfekte Hand. Ja, und mit der fickt er mich jetzt auch. Damit hätte ich schon umgehen können vielleicht, aber es wäre halt wesentlich härter geworden, das Spiel hätte länger gedauert. Und dann... Ne? Jojo. Kaka. Hallo. Verkackter Nervotron, ey. Der ärgert mich nimmer. Kannst Nein laufen lassen. Toll. Ich finde, manche Karten, die hier sind, wären im Magic-Spielen schon relativ gut. Oh, ich ziehe keine Karten, die gut sind. Also schon, aber die bringen mir also nichts. Ah! Oh. Ja. Fakayu. Aua. Das war doch. Aber das war Waste. Den würde ich nie auf einen Spieler spielen, außer zum Finishen. Len hat mir wehgetan. Böser Len. Schon wieder nicht die Karten, die ich bräuchte. Ich finde, sie sollten mal das als Brettspiel rausbringen, so wie. Also auch so ein Feld irgendwie und dann halt so ein Separé, wo man dann so die Karten... Halt die ganzen Karten dir holen, ja. Nee. Als Booster-Packs dann die Karten. Nee, so was als, nicht als Booster, sondern als so, dass die auch so aussehen wie die, so als Holzplättchen. Okay. Auf der Rückseite steht das dann und dann legst du quasi hinter so ein Separé deine Hand. Das wäre ganz cool und dann könnten sie halt Erweiterungen verkaufen. Ja, genau, so wie Scrabble. Die Tore sind geöffnet. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn sie das machen würden, aber das werden sie nicht tun. Wahnsinn. Ach, so viel Spott gegen Lesser bekommen und hier kriege ich nichts. Ria. Nix bekommt er hier, der arme Len. Nee. Gar nichts bekomme ich geschenkt. Tut mir aber leid. Oha. Ah, Kacke. Ich weiß halt von euch beiden nicht, was ihr für Decks habt, deshalb kann ich halt auch keinen Kommentar dazu abgeben. Es ist eigentlich ganz simpel. Ich gehe halt von der Situation und da war das eigentlich ganz vernünftig gerade. 2 Reihen traden, um den einen Dick zu machen. Ja. Das ist halt voll in Ordnung. Ah, Kacke. 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 Einsatzbereit! Ach ja. Den habe ich auch zweimal im Deck.
bei dem denke ich mir auch so, ich fände den eigentlich gar nicht so gut, da würde ich lieber die, die Schaden schießen, machen. Ja. Vielleicht spiele ich auch lieber aggressiver. Ja, wenn du ihn ganz am Anfang ziehst, ist er gut, aber später ja, im Spiel ist er richtig Schadenschießer. Da ist die Schadenschießer immer besser. An Sturm und Gottesschild, ja genau. Ja, den finde ich auch gut. Die holt er sich. Der ist auf jeden Fall derbe in Ordnung. Derbe in Ordnung ist der Nervotron. Was? Sport und Anschluss. Sport und Gottesschild, der Nervotron. Ja, die, gut. Ja, Flammensturm. Ja, aber dafür hat er nicht gut. So viel. Ja, Flammensturm. Aber ich habe halt dann keine Kristalle mehr für irgendwas anderes. Ja, aber trotzdem. Du kannst ihm halt ein gegen 4-5 traden. Das ist halt echt gut. Und jetzt ärgerst du dich im Moment, dass du diesen Flammenstoß, den Flammenschock einfach rausgeschossen hast. Aber Len hat ja noch Spott. Ja, ich ein bisschen Spott muss sein. Ist Lens Welt voll Sonnenschein. Deshalb, ich würde halt die ganze Zeit mit den gleichen Decks eigentlich. Ich kann gleich mein Guffeldeck geben, eine Runde, Lasso. Das ja, ich nehme gleich auch ein Guffeldeck von mir. Okay, dann guffeln wir uns an. Ich hab echt Duschen. Jeder mit seinem Gammeldeck. Mm. Ja, ja. Wir können natürlich auch ein Pre-Construct nehmen. Len. Jetzt will er sogar wissen, der Len. Jetzt haut er ihn raus. Naja. Naja. Naja, sagt er. Oh. Oh. Zu früh. Zu früh. Also, wieso zu früh? Ja. Lieber noch ein bisschen warten, Game. Noch ein. Mhm. Fucker you. Fucker. Das ist eigentlich eine coole Karte. Ich finde den Magier eigentlich ganz interessant, wenn man den mit Weenies spielt, also mit Liegen, weil du hast halt so viel Removal. Du hast halt so viel auch guten Early, Spät und Mitte Removal mit ihr. Das ist einfach geil, finde ich. Spielst halt diese Billigviecher, die du rausrotzt, kannst genug Karten ziehen mit den Molochs und so. Das ist ein Shadow Free. Moloch Baal. Wäre echt lustig, Moloch Baal als Moloch. Ja. Wow. Zauberlehrling. Ich bin ein Meister der Magie. Die Stimme von dem ist geil. Ja. So. Die Frostnova finde ich zum Beispiel auch nicht so schön. Da finde ich den, der auf allen einen Schaden macht, besser. Okay. Ja, aber es macht nur die Benachbarten. Und wenn dann nee, so fünf Monster sind. Es gibt die, die Arcane Explosion, die macht allen einen Schaden. Ja, aber die habe ich auch im Deck. Aber die friert nicht ein. Ja, aber wenn du den spielst, auf alles zwei Schaden schießt, das ist dann normal, weil lohnt sich's mehr, weil die sind halt nicht weg. Die sind eine Runde eingefroren und da kannst du die lieber gleich wegmachen. So, also sehe ich so, ich würde lieber immer direkt kaputt machen. Apropos direkt kaputt machen. Außerdem ist der billig, das heißt, du kannst auch locker ein Fünferboard wegräumen. Deshalb, das kannst du mit meinen Vieren nicht. Also, finde ich schon besser. Spätestens zwei Runden habe ich verloren. Sei denn, du hast eine Heilkarte. Hat er. Ja. Spoiler! Nein, er hat sie im Deck. Ach so. Mach mal Spoiler. Okay. Ja, toll. Keine Karten auf der Hand. Verloren. Dies ist natürlich nee. Doof. Kaum schon, man hat erst verloren, wenn das Leben auf Null ist. Alte Magic Nein. ist halt ein turniermäßiges Spiel. Ja. Ja, das ist in der Realität aber auch so, wie mit dem Covid. Wenn ich jetzt nichts Gutes bekomme, wie. Wie den hier, 8 Lebenspunkte. Oh, nehme ich den. Oh. Ja, aber ist trotzdem vorbei. Ja, ich konnte ihn noch auf 16, nee, 14 runterbringen. Ich wollte gerade sagen, mach mal 13. Mach mal 13. Mach mal 13, weil wir lustig sind. Die wilde 13. Tastingo!
Na komm, mach den doch jetzt fertig. Das macht er immer. Das macht er immer. Deswegen gebe ich lieber auf. Aber im Turnier kann man das nicht machen. Also, aufgeben. Aufgeben, ja. Ich finde so, wenn wir jetzt spielen. Ich sonst, normalerweise gebe ich auch gerne auf, aber sonst. So gibt man nicht auf, oder was? So kämpft man nicht zum Schluss. Wenn wir so jetzt spielen, dann wird bis zu Ende gespielt. GG, go next. Ja. Mische Karten. Oh, jetzt machen wir der wollen wir jetzt unsere Guffeldrecks rausholen? Komm, lass uns Guffeldrecks. Meinst habt ihr schon zwei Matches gemacht? Ne, wir sind jetzt erstmal zwei. Das ist das zweite jetzt. Oh. Ist so. Die müssen doch noch eins machen. Ja, es dauert bei uns so lange. Dann schaue ich jetzt dem Len zu. Wenn es mal wieder länger dauert. Du meinst, Lenz mal wieder dauert. Länger dauert. Ja. Das war's. Oh. Das war ein richtiger Scheißstart. Ja. Yeah. Beim Drachenburschen oder bei mir? Ja, das sag ich ja nicht. Schade. Vielleicht ich zum Beispiel auch. Ich darf es gar nicht. Ich darf nicht spoilern. Hörst du auf zu spoilern? Ah, ich muss aufpassen. Sollen wir denn extra Channel gehen und vor den Skilltalk über das Kartenspiel anfangen? Nein, ja, das ist aber nicht auf meine Aufnahme. Ich finde den total gut, den Eisenpads Grizzly für 3. Der ist echt gut. Er ist 3-3 für 3 mit Sport. So, was willst du dazu sagen? Kann man schon nehmen. Ist der in Ordnung. Ich finde besser... Steht mitten im Feld eine Karte. Ich finde es besser sein. Als den Silberrücken-Patriarch. Was hast du gegen den Silberrücken-Patriarch? Ich finde den Eisenpelz-Gistli besser. Wieso mehr das Angriff. Ja, mehr Angriff. Und halt nur ein weniger Verteidigung. Die sind generell bedrohlich. Alter! Boah, Drachenbursche, Mann, jetzt machbar. Was soll denn das heißen? Ich hab doch getan, was ich konnte. Wir gehen denn da schon wiederum hier? Ich bin das. Wie kannst du nur? Was fällt dir ein? Eigentlich ganz einfach. Schämst du dich nicht? Ja, mach mal so. Len, das mit dem Spielen üben wir aber nochmal. Boah, ich bin kein Kartenspieler-Profi. Ja, aber als Kind Yu-Gi-Oh! Gespielt und das war's schon. Ich finde Yu-Gi-Oh! Teilweise sogar gar nicht so unleicht. Du hast ein Mana. Alter. Ey, drück doch auf weiter. Gemein. Nee, finde ich zum Beispiel cool. Merkst du überhaupt, dass du nichts machen kannst? Redest du mit mir? Weiß nicht, mit wem er redet. Geht das Spiel bei euch weiter? Ja, bei uns läuft das Spielproblem die ganze Zeit weiter. Guck mal bitte einer von euch in meinen Stream. Nein. Ich mach das kurz. Nee, geht gerade nicht. Ist es ein bisschen verpackt oder was? Ich hab immer noch keine Karten liegen. wer Karten liegt, verliert. Ganz einfach. Am besten gehst du nochmal raus. Ich wundere mich schon, was geht denn jetzt ab, Mann? Was machen die denn da so lange? Wichtige Dinge, eindeutig wichtige Dinge. Ich finde immer, wenn ich Lazo eingebe, immer Lazo erstmal, aber das ist nicht Lazo. Der falsche Lazo. Ja. Ein Lazo sie zu knechten. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Deine Mutter kann das nicht tun. Sie heißt auch Lazo, aber es ist einfach nicht Lazo. Es ist nicht der eine, es ist wahrscheinlich sein alter Kanal oder so. Ja, richtig. Der zuerst gefunden wird. Der ist aktiver. Das ist aktiver. So. Ach so, das ist auch noch gecrashed. Gut. Alter, hör auf mit deinen Spot. Oh. Gemein. Schade. Kommentiert mal bitte das Geschehen. Len ist gemein zu mir, das kann ich richtig. Hier kommentieren. Jetzt werde ich noch gemeiner. Ich gucke wieder Drachenbusche jetzt zu, weil Len geht's kaputt. Len bringt kein Glück. So. Len verwandelt nur Gegner in Schafe. Ja, zu Recht. Der ist so gut, der Spruch. Ich liebe ihn. Ah, Master schaut bei unserem Spiel läuft zu. Werbung mit Franz von Austria. Bum, bum, bum. Team.
fragst dich ob? Ja, ich frag mich auch ob. Wir fragen uns sehr viel, aber die Frage ist doch, was machst du als nächstes? Greif jetzt nicht an. Oh Mann, würde ich niemals machen. Warum sollte ich denn angreifen? Matze hat die Herausforderung abgebrochen, stand gerade bei mir. Was? Lennart Angst bekommen? Nee, was? Ah, der ist so toll. Ich liebe die. Ja, ja, mit rotes Schild. Aber das hasse ich, wenn das auch passiert. Das passiert mir so oft, wie einfach dein Leben sich nicht immer. Ja, die Kahn-Explosion. Sie gehen doch dahin, wo sie hingehen sollten. Ja, komm. Damit der da weg ist. Dreckiger. Gemein. Gemein. Ja. Genau Karte deshalb kaputt. Mag ich die Arcane-Explosion. Was? Nein! Oh. Du Dreckiger. Die hasse ich so sehr, die Karte. Das ist so die Todeskarte gegen die Morlocks. Ja. Ja, ich sag ja, ich hätte von es. Das Set war gut, aber es hat halt einfach die hohen Karten am Anfang rausgehauen. Da bringt das alles nichts. Ja, es ist halt. So, ich bring dich jetzt langsam in die Bredouille. Geholt, oder? Ja, du bringst mich echt in die Bredouille, weil ich nur. Geholt, oder? Nee. Du bringst mich echt in die Bredouille, weil ich nur Kackkarten bekomme, die ich gerade nicht brauche. Also ich hätte schon. Schade. Ich habe heute einfach kein Glück. Wie bist du mit der Liga 19 gekommen, Drachenburg? Ja, mit nicht so viel Pech wie heute. Sag ja, ich hatte Pech, das ist nur der Beweis dafür. Gegen Len habe ich, glaube ich, gestern 7 oder 6 Spiele in Folge gewonnen. Ja, vorgestern. Vorgestern. Also richtig viele. Ja. Und jetzt. Das ist richtig. Und ja. Jetzt kackt das Turnier oder was? Natürlich. Ja, das ist ja mittrainieren, ja. Sozusagen. Er will ja unbedingt ins Finale kommen, ne? Hab ich gehört. Ja, ich will mich unbedingt zeigen, ne? Wieso musst du dich denn dann zeigen? Weil's LAN ist? Weil's Finale in München ist. Live und so. Ja, jetzt zieh dir einfach dein Jabba-Kostüm an, setz dich da hin. Ist ja kein Problem. Muss man dafür ein Kostüm anziehen? Nein, nicht vorhandenes Jabba-Kostüm, ne? Ach Mann, ey. Zieh einfach einen Stormtrooper an, den kriegst du für 100 Euro oder so. Ja. Ziehst du jetzt jedes Mal 2 Karten, wenn du ein Wildtier legst? Niemals. Niemals. Das ist geil. Ich hab mal so jetzt einfach spontan als Frage, ne? Mach mal schon aus der Karte mit den Hunden in deinem Deck, ne? Ja. Okay, hat sich jetzt sowieso erledigt. Nee, würden die jetzt. Ja, die ziehen? Ja, würden sie. Das heißt, ich hätte jetzt 4 Karten ziehen können. Warte, schau mal, ich hab unendlich viele Spotkarten im Deck und ich krieg sie alle nicht hin, deswegen habe ich jetzt noch verloren. Kannst du machen, was du willst. Gott sei Dank. Ich finde zum Beispiel auch die beim Cleric, also ein Priester, die eine mit 1-3 oder was die hat, immer eine Karte zieht. Hast du gerade den Priester Kleriker genannt? Ja, ich bin. Egal, ich hab eh verloren, leider. Zum ersten Mal seit 10 Spielen gegen Land verloren, weißt du? Oh. Wenn dir so im Turnier passiert, ne? Hör mal. Das ist wie Generalprobe. Generalprobe muss immer kacke sein. So. Ja, echt. So viel hab ich lange nicht mehr verloren wie heute. Ah, oh, 1-1. So, jetzt der Island ist nicht. Ja. Aston wird doch anscheinend sehr viel länger. Lasso, also richtig schön jetzt die Crap-Decks rausholen. Aber unnormal die Crap-Decks. Ich nehme meinen Schaman, ich habe nichts anderes. Und ich kann ich auch ganz noch schnell eins zusammenfriemeln. Wir können auch ein Single-Deck machen. Jede Karte nur einmal. Na, ich habe gerade schon eins zusammengefriemelt. Das ist halt so unfassbar kacke. Okay, dann. Ich habe einfach ein bisschen rumgeklickt. Na, beste Voraussetzung. Mein Deck war ich musste 20 Viecher mit 5 und mehr Karten. Drachenbusch, wenn du beide Karten sehen willst, ne? Ja. Ja, hätte ich vielleicht machen können. Na, ich schaue jetzt erstmal. Kannst du jetzt immer noch. Ja. Aber vom Zuschauermodus kann man ja nicht wechseln, oder? Ja, aber man sieht direkt einfach. Ach so, stimmt, man kann einfach so wechseln, ja.